Uwe Hartmann ist denn, ich würde sagen, Faktotum des Zentrums Kulturgutverlust. Er ist von Anfang an dabei, hat bereits 2001 bei dem Vorgänger, nämlich der Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste, die heute auch schon ein paar Mal angesprochen wurde, hat er gearbeitet. Und er ist seit Gründung des Zentrums Kulturgutverluste 2015 Leiter des Fachbereichs Provenienzforschung. Heute wird uns der in Rostock gebürtige Kunstwissenschaftler einen Überblick über die Rahmenbedingungen des öffentlichen und privaten Sammelns und Bewahrens von Kulturgut geben. Dabei wird Uwe Hartmann vor allen Dingen über den gerade eben angesprochenen neuralgischen Punkt sprechen, den Widerspruch, ob und wie in einem zentral gelenkten Verteilungssystem individuelle Interessen von Kunstsammlern Berücksichtigung finden konnten. Herr Hartmann, wir sind gespannt über Ihre Ausführungen zu diesem kulturpolitischen Dilemma. Ja, vielen Dank. Ich grüße auch von hier aus alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Konferenz. Es wäre, da wiederhole ich die Vorredner, natürlich schön gewesen. Wir hätten uns alle wiedersehen können und wären dann auch im Pausengespräch so direkt zusammengekommen. Versuchen wir das Beste daraus zu machen. Ich schicke voraus, dass ich einige Folien sehr schnell hintereinander abhandle, weil ich die Ausführungen insbesondere von Herrn Scheunemann von heute Morgen dann nicht wiederholen möchte. Da würde ich nur vereinzelt andere Dokumente zeigen oder auch andere Beispiele nur kurz anreißen. Ja, freundlicherweise wird von Frau Obenhaus meine Folie jeweils immer weitergeleitet. Insofern könnten wir gleich die nächste nehmen. Ja, Sie sehen hier eine Abbildung aus der Publikation, die Sie sehen, was letztendlich ein Ausstellungskatalog ist zu einer Kleinausstellung, die Sie, glaube ich, noch bis Ende Januar in Dresden im Albertinum sich anschauen können. Es zeigt hier eine Zeichnung von Gerhard Richter, Selbstbildnis im Aufnahmelager in Gießen. Und ich zitiere dazu aus dem Report von Jürgen Schreiber, Gerhard Richter, das Drama seiner Familie. Zitat: Der Künstler wird dem Notaufnahmelager Gießen zugeteilt. Mit Doppelstockbetten und was für Ex-DDRler zur Begrüßung sonst noch, sonst, und was es sonst noch Feines gab zur Begrüßung. Bei aller Planmäßigkeit des lange ausgeheckten Seitenwechsels lag doch ein radikaler Abgang hinter ihm. Sie flohen Hals über Kopf. Es könnte mehr sein als Vorsicht, dass er seine ganze Kunst in Dresden zurückließ. Der Preis des Neuanfangs. Richter war bereit, mit dem Verlust seines bisherigen Schaffens zu bezahlen. Dazu war nicht allein ein später weltberühmter Künstler wie Gerhard Richter bereit. Dazu mussten nahezu alle diejenigen bereit sein, wir haben da heute auch schon von gehört, die unter welchen Bedingungen und mit welchen Motivationen auch immer die DDR verlassen wollten, mit einem Risiko vor 1961 und bekanntlich nach dem Mauerbau mit unter Lebensgefahr nur diese Flucht, dieses Verlassen der DDR realisieren konnten. Kein Verzeichnis, ich zitiere weiter, kein Verzeichnis der, die nächste Folie könnten Sie auch zeigen, bitte, kein Verzeichnis von Gerhard Richter nennt bisher die unter dem Begriff Frühwerk eingeordneten Arbeiten der Dresdner Akademiejahre. Sie sehen hier auch wiederum aus diesem Band entnommen, auch in der Ausstellung zu sehen, ein Dokument, das ganz üblich war, das vielfach ausgestellt wurde, immer dann nämlich, wie Sie hier sehen, wenn die Deutsche Demokratische Republik ohne Beachtung der polizeilichen Meldevorschriften verlassen wurde. Und Sie sehen noch drei andere Gründe, aber allein in dieser Priorisierung darf davon ausgegangen werden, dass das Verlassen unter Nichtbeachtung der Meldevorschriften, also die Amtsdeutschbezeichnung für die Republikflucht, hier an erster Stelle stand und dann eben auch alle Behörden, die zuständig waren, in diesem Fall eben der Rat der Stadt Dresden und des Stadtbezirks Mitte, hier dann die Wohnung zu verwalten hatte und vor allen Dingen auch die Ausstattung dieser Wohnung. Und da wird es hier in unserem Fall natürlich ganz interessant und leitet über zu einer Frage, die bis heute nicht beantwortet ist. Die nächste Folie bitte. Weiter das Zitat. Die ungezählten Bilder der Ostperiode sind nur bei ihm, also bei Gerhard Richter, daheim als Fotos zu sehen, ruhen gleichsam versiegelt in Privatalben. Ab und an taucht eine Abbildung in Katalogen oder Zeitungsartikeln auf,
ansonsten Leerstellen in der Lebensgeschichte. Sein ehemaliger Assistent Dietmar Elger interpretiert, Gerhard Richter wollte mit seinem Frühwerk nie mehr etwas zu tun haben. Weggefährte Wieland Förster brachte gar die Nachricht in Umlauf, Gerd habe vor dem Abgang in einem Autodafé sämtliche Bilder verbrannt. Richter selbst spekulierte, die Stasi könnte zugeschlagen, seine Hinterlassenschaft beschlagnahmt haben. Irgendwann hieß es, sie seien drüben in einem Giftschrank mit Produkten weiterer geflohener Malerkollegen gelandet. Davon gab es eine ganze Menge. An der Akademie wurde geraunt, in Zeiten akuten Pappenmangels habe man aus dem Archiv Richtermaterial entnommen und übermalt, um ihn nachträglich sozusagen damit zu bestrafen. Sie sehen hier das Strafverzeichnis im Auftrag des Rates der Stadt angefertigt. Und neben allem, was dort zu finden war, zwischen 8 Zentnern Briketts und einem kleinen Regal und einem Bügelbrett und so weiter, finden Sie aufgezählt 38 Gemälde. Und einige Preiserlöseinträge sind mit Tinte oder Kugelschreiber, einige nur mit Bleistift. Deswegen habe ich es hier nochmal hervorgehoben. 38 Gemälde wurden damals verkauft für den Wert, Gegenwert von 117 D-Mark, also der damaligen Ostmark. Es reizt natürlich die Spekulation bis heute an, welche Werke von Gerhard Richter es waren, die zum Teil heute nur dokumentiert sind, aber noch viel mehr reizt es natürlich die Fantasie und die Spekulation, welchen Wert diese Werke heute auf dem Kunstmarkt erreichen könnten. Ich zitiere aber weiter aus dem spannenden Report von Jürgen Schreiber. Im April 1989 kauft der Münchner Kunstsammler Hans-Joachim K. in einem Kreuzberger Antiquariat ein Majakowski-Porträt von Gerhard Richter. Von Gerhard Richter kannte er bis dahin herzlich wenig. In einer Ecke der Buchhandlung hört ein älterer Herr das Gespräch über Majakowski mit, mischt sich mit sachkundigen Einwänden ein. Der Ohrenzeuge im Antiquariat heißt Bernhard Stübner. Leider hat Herr Schreiber in seinem interessanten Report nicht auf spezielle Quellen hingewiesen und auch nicht auf seine Informanten oder Recherchewege, wie er zu diesen Personen gekommen ist. Und wie gesagt, den Münchner Antiquitätensammler anonymisiert er, aber diesen Ohrenzeugen, den er dann auch wohl selbst aufgesucht hat, das war Bernhard Stübner. Ich zitiere weiter. Besucher aus Ostberlin, der Rentner darf jederzeit durch die Mauer wechseln. Herr K. schließlich kommt der Einladung von Herrn Stübner nach und besucht ihn wenig später in seiner Riesenwohnung in der Nähe des Alexanderplatzes. Eine Etage tiefer übrigens wohnte der Dichter Ulrich Plenzdorf. Über dem Sofa, jetzt Zitat wiederum, hängt ein echter Richter, ein Stillleben von 1959. Der Hausherr deutet darauf, als wären die 78 mal 48 Zentimeter nichts. Das ist Gerhard Richter. Ein Gerhard Richter. Euer Gerhard Richter. Das ganze Stück, Zitat Ende gleich, das gute Stück kam inzwischen weit herum, hing 2002 bei einer New Yorker Messe zum Preis von $650.000 mit der falschen Angabe, es sei von der DDR-Regierung konfisziert gewesen. Stübner, ich kann hier nicht die ganze Biografie wiedergeben, die Sie dann bei Jürgen Schreiber nachlesen könnten, wechselte aus der Backstube zum staatlichen Kunsthandel nach Dresden. Von da führte der Weg in ein volkseigenes Kunstgeschäft an der Ostberliner Karl-Marx-Allee. Die nächste Folie bitte. Es sind also Werke wie diese, die Richter in der Wiener Straße 91 in Dresden zurücklassen musste, wie dieses Selbstporträt, alles, wie gesagt, Reproduktion aus dem hier auch abgebildeten Report von Jürgen Schreiber und wahrscheinlich ja am interessantesten dieses Interieur, was eben die Kleinfamilie Richter vor dem Weggang zeigte. Die nächste Folie bitte. Ja, das war jetzt eigentlich die Zitatpause. Wenn immer wieder von dubiosen Geschäften, von dubiosen Figuren die Rede ist, wenn vom Kunsthandel in der DDR gesprochen wird, dann darf man davon ausgehen, dass das ein weit verbreiteter Eindruck war in der Bevölkerung.
Mein Beispiel, das ich wiederholt angeführt habe, aber für alle, die es noch nicht kennen, will ich es gerne noch einmal bringen. Dieser Film, der sicherlich für die Filmgeschichte der DDR kaum von Belang gewesen wäre, wenn er nicht auch zu jenen Filmen gehören würde, die bei dem berühmten Kahlschlag-Plenum 1985 verboten wurden, bei dem, wie Sie kurz sehen, hier eigentlich sämtliche populären Schauspieler und der hier im Bild zu sehende Herbert Kölfer ist ja 90-jährig oder fast 100-jährig noch immer aktiv. Aber hier ein absolut mit besten Stars der DDR aus dem Bereich der heiteren Muse besetzter Film fällt der Zensur zum Opfer. Die nächste Folie bitte. Nicht deswegen, weil hier der Kunsthandel eine Rolle spielt, sondern weil einfach die Polizei, die im sichersten Land der Welt nach dem Mauerbau nichts zu tun hat, weswegen eben auch Ganovenfreunde eines in der Provinz agierenden Kriminalpolizisten, gespielt von Rolf Herricht, dann ihm den Gefallen tun und ihm etwas Beschäftigung geben. Und die Szene, die hier zu sehen ist, dass sie also mit dem gestohlenen Denkmal vom Marktplatz dieser Kleinstadt, das ist die graue Figur in der Mitte, die Sie sehen, auf einem offenen LKW oder auf einem offenen Fahrzeug durch die Straßen bis nach Leipzig fahren und hier das Stück anbieten. Und im vorherigen Bild war auch noch Hans-Joachim Preil zu sehen, der den Ankäufer und Verkaufsstellenleiter hier darstellt. Und nach einer kurzen Szene des Zweifelns erkennen die alten Ganoven ihn wieder. Also in diesem Film ist die Karriere ganz kurz nachgezeichnet. In dieser kurzen Szene, dass also Altkriminelle, die eigentlich ihr Tun in Sozialstaat DDR aufgegeben haben, den Polizisten einen Gefallen tun, nun ausgerechnet einen früheren Ganoven-Kollegen als Leiter dieses Antiquitätengeschäfts finden und der natürlich sofort dann auf Distanz geht und die Geschäftspraktiken, die seriösen Geschäftspraktiken hervorheben muss und hervorheben will. Die nächste Folie bitte. Zu dieser Zeit ist das erste Unternehmen, der staatliche Kunsthandel, in der Stalinallee etabliert worden. Herr Scheunemann hat es auch schon kurz erwähnt. Ich zitiere hier aus einem Dokument im Konvolut des DDR-Kulturministeriums aus dem Bundesarchiv. Der Leiter dieses staatlichen Kunsthandels, Kurt Belz, schreibt an den Kulturminister und möchte die Aufmerksamkeit in Berlin und in der DDR auf diesen ersten staatlichen Kunsthandel lenken. Sie sehen das Zitat, der staatliche Kunsthandel stellt sich die Aufgabe, alte und neue Kunst zum Kauf anzubieten und wird in Verbindung hiermit wechselnde Ausstellungen durchführen. Unserer Zeit entsprechend findet der An- und Verkauf auf reeller ökonomischer Grundlage statt. Den Rest spare ich mir, das können Sie lesen. Aber das schien mir immer wieder hervorhebenswert. Eine eigentliche Selbstverständlichkeit unter fairen Geschäftsleuten, unter Angebot und Nachfrage einen Preis auszuhandeln, muss hier also betont werden, muss also gegenüber der Bevölkerung, den Kunstinteressierten in der DDR ausdrücklich hervorgehoben werden. Auf reeller ökonomischer Grundlage zahlen wir. Also das ist eine vertrauensbildende Maßnahme. Da muss ein Vorschuss geleistet werden, der einfach nicht vorhanden ist. Die nächste Folie bitte. Ich werde heute, falls die Erwartung da ist, keine chronologische Darstellung der Entwicklung des Kunsthandels geben. Ich verweise auf die verdienstvolle Darstellung der Kollegen vom Bundesarchiv. Herr Sfording wird ja auch noch zu uns sprechen. Und dort können Sie die Etappen des staatlichen Kunsthandels nachlesen. Auch Herr Scheunemann hat die Etappen heute skizziert. Und ich verweise auf eine Dissertation, die an der Technischen Universität Dresden vor einiger Zeit verteidigt wurde von Sabine Tauschert, die sehr minutiös, sehr detailreich die Geschichte des staatlichen Kunsthandels mit allen Filialen, mit allen Galerien, mit allen Künstlern, die gehandelt wurden, aufführt. Also das ist ein wahrer Fundus, auf den ich hier nur hinweisen kann. Aber eben auch hier noch einmal die Verbindung zur Diskreditierung und dem schlechten, ja, kriminellen, zum Teil kriminellen Image, den der Kunsthandel, zumindest auch der staatliche, erst einmal in der DDR hatte. Dieses wird bestärkt und möglicherweise hat dieser Film, Hände hoch oder ich schieße, eben auch darauf Bezug genommen als Hintergrund, ohne dass es in dem Film natürlich irgendwie direkt genannt wurde. Belz und seine Mitarbeiter werden im Dezember oder wurden im Dezember 62 verhaftet und in der Folge wegen Untreue zum Nachteil des sozialistischen Eigentums verurteilt. Also nur wenige Jahre, nachdem dieser staatliche Kunsthandel etabliert wurde und seine Arbeit erledigen sollte, war er schon wieder handlungsunfähig, zumindest an der Spitze.
Und das zeigt eben auch ein Problem über die Jahre hinaus, dass es immer wieder schwer war, geeignetes, ausgebildetes Personal, das dann auch weltanschaulich dem System in der DDR nahestand, zu gewinnen, um hier seriös als Geschäftspartner für die Kunstinteressierten aufzutreten. Die nächste Folie bitte. Und dieses zieht sich dann eben auch fort bis in den Herbst 89. Wir haben gestern in der Podiumsdiskussion das auch noch mal kurz angesprochen. Der Ausverkauf des kulturellen Erbes und diese dunklen, nicht bekannten Geschäfte, die obskuren Geschäfte, sind ein Thema, was mit dazu beiträgt, dass die Bürger auf die Straße gehen und eben in Mühlenberg-Mönchsmühle dann auch als Bürgerkomitee schauen wollen, was tut sich hinter diesem blau-weißen Gebäude, wo immer wieder Autos mit Westberliner Kennzeichen in der Vergangenheit vorgefahren sind. Aber ich muss auf die Zeit schauen und zeitlich zugleich auch weiter zurückgehen. Die nächste Folie bitte. Das Problem, kulturpolitisch anzugehen, das ist einer meiner Hauptausgangspunkte und meine Fragestellung. Wie also, wie auch in der Einführung schon dargestellt, wie wird überhaupt versucht, das Problem zu analysieren oder wie hat man überhaupt auf bestehende Bedürfnisse in dieser Form reagiert? Ein interner Vermerk, den ich hier zeige, auch abgeschrieben aus dem Bestand Kulturministerium im Bundesarchiv. Dieser Vermerk stellt hier oder listet hier auf, wer aus der Sicht eben in der damaligen DDR der Regierung des Kulturministeriums als Käufer von Kunstwerken überhaupt in Frage käme. Das Ministerium für Kultur, unsere Museen, ein Satz in Klammern, der wohl für alle Zeiten gilt, haben aber dafür relativ wenig Mittel zur Verfügung. Der Magistrat von Berlin, da wird Kremers Aufbauhelferin genannt. Der Ministerpräsident, also der kunstaffine Otto Grotewohl, der selbst ja auch künstlerisch oder zumindest laienkünstlerisch tätig war. Fünftens, der Außenminister, Klammer auf, kauft verhältnismäßig viel und die Ministerien im Zuge der baugebundenen Kunst. Nächste Folie, den Außenminister wollen wir uns gleich nochmal anschauen, aber wir sehen auch erste alternative, sozusagen kulturbolschewistische oder basiskommunistische Initiativen. Bernhard Kretschmer, ebenfalls aus dem Konvolut Kretschmer aus dem Konvolut Kulturgutverluste, beschwert sich eigentlich über die Verwendung von Mitteln für Kunst und Architektur, die er nicht adäquat der neuen Gesellschaft sieht. Überall wächst zwischen unserer tieferen Behandlung der Kunst das Unkraut des Opportunismus, der das Geld verplempern lässt. Ich mache sogar den Vorschlag heute wieder, den ich 1925 als Bolschewik bei der sächsischen Regierung machte, dass große Betriebe die besten von Galerien gewünschten Leistungen von Künstlern erwerben und als Leihgabe oder Geschenk der öffentlichen, hochangesehenen Galerie da oder dort übergeben und dass dann an das betreffende Werk die Auszeichnung kommt. Also eine neue Form von Kunsterwerb, kollektiven Kunsterwerb. Mit den großen Galerien sind natürlich die großen staatlichen Museen genannt und es geht um die Gegenwartskunst in erster Linie. Und das Prädikat sollte dann dort veröffentlicht werden, erworben und geschenkt von den Werktätigen des Betriebes. Da werden die Arbeiter und so weiter mit Stolz und Genugtuung sich völlig gleichberechtigt sehen, neben intensiv handelnden Kunstfreunden und Kunstwissenden und die Kontrolle haben darüber, dass nicht nur zeitopportun mit ihren Mitteln umgegangen wird. Also es ist praktisch die DDR-Argumentation zu jener Zeit, zu dem Argument, mit dem wir alle immer wieder zu tun haben, dass Steuermittel nicht vergeudet werden sollen und der Steuerzahler mitreden sollte. Es kommt natürlich in der DDR anders. Nächste Folie zur Kritik der Stalin-Ära lege ich nicht weiter ein. Denn ein Kommunist der ersten Stunde, der den Auftrag hat, eine Blockpartei zu leiten, der Außenminister Lothar Bolz, verkörpert auch eben als Kommunist doch den Kunstsammler alten Typus. Sie sehen hier das Porträt von Hans Körnig und dazu der Auszug aus einem Schreiben an den privaten Kunstsammler und Strumpffabrikanten Illich. Vor 14 Tagen hatte ich hohen Besuch. An einem Sonnabend meldete sich Dr. Lothar Bolz, Außenminister der DDR, an. Er wollte mich kennenlernen. Er ist ein ganz jovialer Herr, der etwas von der Sache versteht. Übrigens Rousseau-Verehrer. Er hat 35 Blätter von mir gekauft und nicht die schlechtesten. Er will noch einige Male kommen. Komisch was. Komisch insbesondere auch deswegen, weil Hans Körnig nie zu jenen Künstlern gehörte, die Staatsaufträge größerer Art erhielten. Die nächste Folie bitte. Ja. Gleich die nächste, das war wieder eine Denkpause.
wenn ich von Diskreditierung, Kriminalisierung rede des Kunsthandels, dann muss eben die andere Perspektive eingenommen werden, die wir gestern und heute auch natürlich jedes Mal annehmen. Und zwar hier das Gut im weitesten Sinne, was von Bürgern und Bürgern der DDR wie Gerhard Richter zurückgelassen wurde und wie darüber verfügt wurde. In der Frühzeit sehen Sie diese Rundverfügung, die dann auch an das Kulturministerium ging, die Behandlung eingezogener Gegenstände und Waren. Das ist der erste Teil. Die zweite Folie bitte. Dort sehen Sie die Zuordnungen, nämlich dass Wertgegenstände und so weiter, Schmuck an die Tresorverwaltung abzugeben ist, aber Gegenstände aus echtem Markenporzellan, Teppiche, wertvolle Bilder und so weiter sind dem staatlichen Kunsthandel Stalinallee, also jener von Herrn Belz geleitete, sowie über die Filialen der Deutschen Notenbank zuzuleiten. Nächste Folie bitte. Das ist also der Punkt, der eben zu jener Zeit auch das trifft, was insbesondere Großbauern zurücklassen, wenn sie das Land verlassen. Immer noch die Auswirkungen der Bodenreform. Wir haben heute einiges darüber gehört, aber einen Aspekt will ich noch einmal unterstreichen. Die Schlossbergung im Zusammenhang mit der Sicherung des Inventars, weil die Gutshäuser und die Schlösser abgerissen werden, Neubauernhöfe aus Abbruchmaterial. Jetzt schnell die nächsten Folien, bitte, die das nur illustrieren sollen, wie es auf den Dörfern damals aussieht nach 1947. Also Abbruch der ehemaligen Herrenhäuser, Wohnhäuser, um neue Bauernhäuser, neue Bauernhöfe zu errichten. So kommen eben nicht nur ins Albertinum, sondern auch an den Ort, das Schloss wurde heute auch schon genannt, solche Figuren wie die Permoser, der Permoser-Kron aus hier beispielsweise nach Dresden. Die nächste Folie. Aber es gelingt nicht, alles in die Museen zu bringen. Es gibt praktisch versteckten Widerstand, wie hier in Langeorla. Die Gemälde werden hier beim Pfarrer versteckt. Nächste Folie. Ein bürgerlicher Maler praktisch, der sich auch hier dem System entziehen will, hilft bei der Bergung, soweit er kann. Und letzte, nächste Folie hierzu. Und in den 90er Jahren wurden sie dann wieder berühmt, weil nun gleich zwei deutsche Politikerinnen und Politiker, eine damals bei den Grünen, ein anderer späterer Bürgermeister von Hamburg, ihre Vorfahren also in diesen Gegenden wohnten und hier diese Porträts, die Enteignung überstanden haben, weil sie versteckt und gesichert wurden. Nächste Folie bitte. Letztendlich sieht es dann aber eben so aus, wie hier in dieser Karikatur dargestellt, die 1954 im Oktober zur Volkskammerwahl, damals von der DDR-Propaganda veröffentlicht wurde. Die Herrenhäuser und Schlösser sind leer, sie sind Erholungsheime und Schulungsheime und sonstiges und vor allen Dingen auch Kulturhäuser wie dieses fiktive Gebäude hinter dem erfundenen Herrn von Zitzewitz. Und wir haben die Problematik, die von Herrn Scheunemann heute dargestellt wurde. Deswegen verkürze ich das jetzt und überspringe nächste Folien. Bitte weiter. Aber diese wollte ich noch hervorheben, weil sie deutlich macht, wie groß die Unsicherheit in der DDR war, insbesondere bei den Verantwortlichen in den Museen, aber eben auch bei den Kunsthändlern, wer dann nun doch welches Recht gehabt hätte, sich um dieses Bodenreformgut zu bemühen. Auch hier hat Herr Scheunemann Ausführungen vermittelt. Aber hier will ich noch einmal erinnern an die kleine Anfrage im Thüringischen Landtag durch die Fraktion der damaligen Liberaldemokratischen Partei und wo hier noch einmal ausdrücklich für das Land Thüringen gesagt wird, dass also eine Veräußerung von Bodenreformgut an Kunsthändler, auch hier hat es Anfragen natürlich von einzelnen Kunsthändlern gegeben, dass dies nicht stattfinden soll, nicht stattfinden darf. Die nächste Folie bitte. Zur gleichen Zeit, und hier verweise ich auf die wichtige Publikation von Frau Schroll, ich glaube, Frau Schroll ist heute auch Teilnehmerin, ich grüße Sie von hier aus, wie speziell in Berlin Ende der 40er Jahre, dann auch nach Teilung der Stadt, oder nach der Berlin-Krise, hier der Kunsthandel reglementiert wird, wie hier also Zulassungsverfahren eingeführt werden. Natürlich einerseits immer mit dem Argument, das kennen wir auch von früheren Jahrzehnten her, dass es fachlich qualifizierte Leute sein sollen, die im Kunsthandel tätig sind. Aber letztendlich ist das verbunden mit der schleichenden Enteignung und Abschieben in die Bedeutungslosigkeit des tradierten, des über Generationen gewachsenen privaten Kunsthandels auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Die nächste Folie bitte. Und so
zeigt sich auch dies in diesem Bericht auch wiederum aus dem DDR-Kulturministerium im Zusammenhang mit der Überprüfung der Galerie Moritzburg und das Verfahren gegen den Direktor Werner. Hier wird eben auf den Westberliner Kunsthändler Gerd Rose hingewiesen, der 1958 durch Vermittlung des deutschen Innen- und Außenhandels Kulturwaren durch die DDR gereist ist, um Gegenstände aufzukaufen, bis zu einer Höhe von 20.000 D-Mark in der Währung der Bank der deutschen Länder West. Und das alles hat natürlich sehr, sehr, sehr viel Unruhe in die Museumslandschaft der DDR gebracht, aber auch Unmut natürlich in die Reihen der noch privaten Kunsthändler getragen. Die nächste Folie, bitte. Diese Außenhandels GmbH ist ansonsten aber nicht zu vergleichen mit der späteren Kunst- und Antiquitäten GmbH. Hier zeigt sich also, und das wollte ich auch schon bei dem Beispiel von Gerhard Richter zeigen, wo nicht bekannt ist, wo und wie und auf welche Art und Weise sein Frühwerk in der DDR versteigert oder verkauft wurde, dass es eben an Verkaufsstrukturen mangelt. Es gibt den tradierten mittelständischen privaten Handel, dem man hier nicht traut, den man in der Perspektive natürlich auch verstaatlichen will, in kollektive Form überführen will. Aber es gibt einzelne spezialisierte Exportunternehmen, allerdings nicht für Kunst. Diese Außenhandels GmbH Kulturwaren hat Kinderspielzeug in den Westen zu exportieren. Auch Christbaumschmuck passt nun ganz besonders in die aktuelle Zeit. Aber nächste Folie, ansonsten alles andere als Kunst. Und sie agiert eben auch da mit den Herstellern sehr taktisch sehr schnell. Immer dann, wenn man sieht, die Entwicklung der DDR soll in eine Richtung gehen, die mit dem Kinderspielzeug beispielsweise noch nicht abgedeckt ist. Also ein privates Haus soll nicht gebaut werden, dann ist das die nächste Ausgabe dieses Spiels, wer baut unser Kinderheim? Und ganz interessant, das Spiel des Verkehrslotsen mit einer ziemlich autoleeren Stalinallee im Hintergrund und das gleiche Spiel für den Export in den Westen. Dort haben wir schon die Autoschlangen der Marken Opel und Ford und so weiter. Nächste Folie bitte. Das deutsche Kunstadressbuch, auf das ich immer wieder verweise, im Berlin-Krisenjahr 48 herausgegeben, bringt diese Situation auf den Punkt, nämlich für uns heute immer wieder die Vergleichsmöglichkeiten, wie dann schrittweise der private Kunsthandel in der DDR ausgedünnt wird. Sie sehen hier das Geleitwort, die nächste Folie bitte, das Vorwort von Geheimrat Zimmermann, also den ja auch im Westen verbliebenen Direktor des Kaiser-Friedrich-Museums, der hier auf eine künftige Sammlergeneration hofft, um eben auch durch Privatbesitz die Verluste der öffentlichen Museen durch Krieg und Verlagerung auszugleichen. Die nächste Folie bitte. Ja, Hartmann, darf ich mich ganz kurz, noch 5 Minuten, ich gebe nur einmal kurz dazwischen. Nee, die habe ich im Blick, deswegen, ja, danke. Deswegen noch einmal dieser Zusammenhang zwischen Kriegsverlusten, die nächste Folie. Sie sehen sowohl damals die leeren Rahmen Dahlem wie die Rückkehr auf die Museumsinsel. Das Kaiser-Friedrich-Bode-Museum, was eben Kunst aus China ausstellen muss, weil die eigenen Bestände noch in der Sowjetunion sind. Die nächste Folie bitte. Und hier ein Statement, das ich immer wieder wichtig finde aus den 80er Jahren, Jubiläum des Kulturbundes. Die langjährige und verdienstvolle Direktorin des Stralsunder Kulturhistorischen Museums berichtet dich über die Rückkehr der Kunstschätze. Und Sie sehen das dort rot markiert, nicht von mir, sondern von einem Vornutzer. Ich habe das auch irgendwann im Antiquariat erworben, dass die Erwartungshaltung bei ihr und bei vielen Museumsdirektorinnen und Direktoren damals war, auch jene, die nicht eine Nähe zur SED aufwiesen oder sogar Distanz, dass es aber dennoch angesehen wurde, dass das Bodenreformgut zugeleitet direkt oder erwerbbar durch den Kunsthandel die Kriegsverluste ausgleichen sollte. Die nächste Folie bitte. Und somit, um auch dieses Beispiel eines typischen DDR-Museums, Heimatmuseums zu bringen, das, was in die Museen gelangt ist, ist dann eben auch bis heute noch und war oder ist eben auch Teil immer noch der Dauerausstellung. Nächste Folie bitte. Wir haben immer wieder diskutiert und hier habe ich insbesondere natürlich auch Kollegen Paul Kaiser anzuführen, wie das Verhältnis gewesen ist zwischen einer politisch favorisierten, fast in den ersten Jahren der DDR allein ausgeübten Praxis des Kunstauftragswesens im Hinblick eben zu einem individuellen Genießen oder Konsumierens von Kunst.
hier auch nur einige dieser politischen Direktiven. Zunächst ist die deutsche Kultur noch ungeteilt und die DDR sieht sich als die wahre Hüterin des nationalen Erbes gegenüber dem kosmopolitisch eingestellten Westen. Die nächste Folie bitte. Dann ist es der Slogan in den späten 50er Jahren, dass die Arbeit der Klasse nun eben, da sie die politische Macht erobert hat, auch die Höhen der Kultur, wie Walter Ulbricht es genannt hat, erstürmen muss und von ihr Besitz ergreifen muss. Die nächste Folie. Es wird die allseitig gebildete, entwickelte sozialistische Persönlichkeit propagiert, diese 10 Gebote von Ulbricht herausgegeben, schon zur damaligen Zeit bespöttelt von der DDR-Bevölkerung und in der Honecker-Ära wird daran eigentlich nicht mehr erinnert. Die nächste Folie bitte. Und das will ich aber nochmal deutlich sagen, die Orientierung unter dem Stichwort Bitterwälder Weg auf ein Laienschaffen, also die Aktivierung durchaus von visuell, musikalisch, literarisch, schöpferischen Fähigkeiten der Bevölkerung, insbesondere der Werktätigen, der Produktionsarbeiter, der werktätigen Intelligenz und der Genossenschaftsbauern. Aber in all dieser Programmatik findet das Sammeln, das individuelle Aneignen von Kunst keinen Platz. Die nächste Folie. Und somit auch nicht beispielsweise in der Weiterbildung hier im Grundstudium für Kulturfunktionäre. Da finden Sie das gesamte Spektrum der Vermittlung des nationalen Erbes, des progressiven nationalen Erbes, der Grundlagen der sozialistischen Nationalkultur. Aber es gibt dort keine Anleitung, wie man beispielsweise als Grafiksammler oder als Münzsammler tätig werden könnte. Das ist in den 80er Jahren unter dem Dach des Kulturbundes etwas anderes. Die nächste Folie und ich, ja. Ausschlaggebend ist zweifellos dieses Bild, was für mich in diesem Zusammenhang immer wieder das Bild der Bilder in der DDR-Kunstgeschichtsschreibung ist. Die Popularität dieses Bildes, nächste Folie bitte, die diesen Wunsch eben deutlich werden lässt, da hier in vielen, vielen Haushalten Reproduktionen zu sehen sind. Nächste Folie. Weil aber zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht organisiert ist, wie insbesondere dann doch auch moderne Kunst und sowohl auch Antiquitäten, wie es so schön hieß, an den Mann gebracht werden sollte. Die nächste Folie. Darauf hat Herr Scheunemann auch schon hingewiesen. Es bleibt nach wie vor für den Kunsthandel, auch hier eben der Ankauf von älterer Kunst aus den Depots der Museen, die Hauptaufgabe. Das haben uns die Kollegen aus Schwerin zur Verfügung gestellt. Nächste Folie, weil ich da nochmal auf die Kollegen vom Bundesarchiv zurückgreife, um zum Schluss zu kommen. Und ja, jetzt sagt es, Entschuldigung. Ich würde vorgreifen und wenn Frau Omaus so weit vorgehen kann, ja, dies noch einmal, das war meine Referenz eigentlich, wenn wir in Halle getagt hätten, das ist der Eintrag aus diesem Kunstmarktverzeichnis von Galerien und Kunsthändlern Ende der 40er Jahre in Halle und da wollte ich nicht nur der Referentin, die bei der Galerie her nicht mehr referiert, sondern allen zeigen, vergleichen Sie selbst die sich in Halle auskannten und auskennen, wie die Situation denn in den 80er Jahren war und wer von diesen Kunsthändlern in Halle übrig geblieben ist, um es so salopp zu sagen. Aber ich will jetzt zu Bernhard Heißig kommen und zu den letzten 2 Minuten, die ich noch brauche, Frau Kirsten. Es ist, und damit komme ich zur letzten Phase hier, der Etablierung des staatlichen Kunsthandels, so wie er bis 1989 existierte. Und es ist kein Zufall, wenn man das in den zeithistorischen Kontext nimmt, dass sowohl die Diskussionen über die Rolle eines sozialistischen Kunsthandels, wie damit aber auch die Diskussion über die Entwicklung von Bedürfnissen in einer entwickelten sozialistischen Gesellschaft in dieser Zeit 1972 so intensiviert werden. Und sie werden ganz offenkundig zunächst auch gefordert und befördert durch das Politbüro und den dazu zuständigen Sekretär Kurt Hager, also das berühmte Plenum 1972 mit der sogenannten Öffnung mit der Öffnung der Kulturpolitik hin zu Weite und Vielfalt, führt auch dazu, dass in dieser Ausgabe der Bildenden Kunst ein relativ kurzer und wie er selbst schreibt, grob skizzierter Aufsatz von Bernhard Heißig erscheint. Wo bleibt der sozialistische Kunsthandel? Und erfordert, um das abzukürzen, eben ganz klar die Möglichkeit, die Verdienstmöglichkeit einerseits für die bildenden Künstler der DDR, um neben dem
im Auftragswesen selbst etwas über den Markt realisieren zu können. Und zweitens, damit eben auch fordert er die Möglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger der DDR individuell unter diesem Aspekt eben der persönlichen Auswahl, der persönlichen Vorlieben, der persönlichen Favorisierungen Kunst für sich zu erwerben. Die nächste Folie bitte. Das geschieht dann in vielfältiger Art und Weise. Ein relativ gut ausgestatteter Kunsthandel der DDR, der aber auch hier, Sie sehen eine Auktion aus dem Palasthotel, durchaus auch, was die Gegenwartskunst angeht, auf zahlungskräftige Interessenten aus der Bundesrepublik schaut und die unvermeidlichen Plastiktüten jener Zeit auch mit dem Signet des Kunsthandels anbietet. Die nächsten Folien. Ja, hier, und das ist mir noch ganz wichtig, wir haben das auch gestern Abend gesagt, zunächst sicherlich unter der politischen Maßgabe der Weite und Vielfalt der Öffnung, letztendlich aber zunächst ein Kompromissszenario deutlich. Viele, viele Künstler, die bis dahin und auch später nicht bereit waren oder nicht ausgewählt wurden, staatliche Aufträge, große staatliche Aufträge oder der Parteien- und Massenorganisationen in der DDR auszuführen, haben die Möglichkeit, hier haben wir Albert Ebert, weil ich da auch wieder auf Halle schauen wollte, haben die Möglichkeit, hier Werke anzubieten und zu verkaufen, und die können erworben werden. Natürlich ist auch hier die politisch-ideologische Ausrichtung da. Sowjetische, ungarische, polnische Gegenwartskunst, selten aus dem westlichen Ausland, eine Künstlergruppe aus Dänemark beispielsweise. Aber es bleibt dabei, es geht allein um die Gegenwartskunst. Es gibt die strikte Aufgabentrennung, bitte überspringen, Frau Obenhaus, zu der, ja, wir sehen noch einige Galerien von Dresden bis Stralsund, auch die kleineren Städte, aber dann eben auch die Möglichkeit, durchaus alternative Vermittlungsformen und auch... Also jetzt die allerletzte Minute, ja, ich muss es sagen. ...zu zeigen. Bitte zur Vereinbarung, tippen Sie einfach vor, ja, Honorarordnung ist noch ein Punkt und wie man verdienen konnte. Das ist vielleicht eine der berühmtesten Quittungen, Heißigs Kanzlerporträt. Die nächsten bitte überspringen, auch ein sehr teures Bild über die Honorarordnung. Ja, bitte noch weiter. Weiter. Genau das und die vorherige haben Sie gesehen. Also ganz klar, die arbeitsteilige Verordnung für den Export von Antiquitäten in den Westen, dazu werden wir noch hören und haben schon gehört. Und hier ganz klar die Vereinbarung zwischen Herrn Schalk und Rackwitz, dem stellvertretenden Kulturminister. Ich komme zum Fazit und dann die Folie vielleicht noch mal, die Genex-Folie, bitte, Frau Obenhaus. Also wir haben den eigentlich bizarren Umstand, dass die wachsenden Bedürfnisse der DDR-Bevölkerung, wie Sie alle ja wissen, der Produktion von Konsumgütern jeglicher Art nicht entsprach, dem nicht nachkam, weswegen die D-Mark längst die offizielle Zweitwährung in der DDR war. Und wer die entsprechenden Möglichkeiten hatte und Verwandte hatte, konnte sich über Genex und andere Möglichkeiten diese Konsumgüter bestellen. Aber es waren eben die fehlenden Konsumgüter. Andererseits war es nicht möglich oder kaum möglich, auf den offiziellen Weg über den staatlichen Kunsthandel historische, alte Kunst, alte Meister und Antiquitäten zu erwerben. Hier auch wiederum nur die pseudo-historisierenden Artikel aus dem Genix-Katalog, während eben in umgekehrter Richtung genau das möglich war. Ein Widerspruch, der letztendlich dann nicht mehr auszuhalten war, bis in den Herbst 1989, dass Bürger aus dem westlichen Ausland mit ihren Devisen diese Kunst aus Privatbesitz über den staatlichen, zum Teil aus Privatbesitz oder überwiegend aus Privatbesitz und aus öffentlichem Besitz über die Kunst- und Antiquitäten GmbH erwerben konnte. Das blieb der unlösbare Widerspruch unter der Überschrift staatlicher Kunsthandel Inland, Ausland der DDR. Vielen Dank.